Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zum Farm Manager 2018. Ja, wie schon in der letzten Aufnahme kann ich auch diesmal nicht aufhören zu spielen. Wir haben einen Fahrer, der soll hier mal pflügen. So, dann gibt es nämlich hier... Ich glaube nicht, dass es zählt, denn wir müssen 5 Felder besitzen, glaube ich. Baue Windkraftwerk vor dem 12.3., um einen Zuschuss von 6.000 zu kriegen. Ja, jetzt, wo wir wieder Geld hätten, wollen sie uns einen Zuschuss andrehen. Das ist natürlich interessant. In der letzten Folge haben wir hier erfolgreich unsere Gurken verkauft. Und ich nehme an, der Preis wird jetzt fallen. Vielleicht aber auch nicht, denn wir ernten gerade wieder. Aktuell ist er noch nicht gefallen. So. Oder Raps, der wird auch schlecht. Alles verkaufen. So. Haben wir sonst noch was? 19? Nee, haben wir nichts. Die Birnenbäume sind da. Wir sind gerade hier hinten noch ein bisschen am Düngen. Und der andere soll hier einfach mal kultivieren. Und wir sind dann gespannt, wie es nach dem Winter aussieht. Ob dann immer noch alles so schön bereit ist, damit wir gleich ansehen können. Auf das sind wir dann gespannt. So, ich habe mir jetzt gedacht, ich glaube, ich kaufe kein zweites Windkraftwerk. 6.000 ist jetzt nicht der Riesenzuschuss, denn für dieses Geld können wir ein weiteres Gewächshaus, weitere Felder und vielleicht auch ein Mitarbeiterhaus kaufen. Was uns, glaube ich, mehr bedeutet. Ja, 30.000 ist doch dann auch wieder sehr viel. So, das Feld ist auf jeden Fall bereit. Da sind sie auch dabei. Dann soll der hier kultivieren. Der ist ja nicht so stark beim Ernten. Nur beim Maschinenbedienen. Die sind dran. Ja, da kann ich erstmal wieder laufen lassen. Wir schauen uns mal die Statistik an. Ihr seht, der Abstieg und wieder der Aufstieg. Alle. Ja, es hängt einfach, also das Game hat noch ein bisschen Schwierigkeiten. Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg. Wir sind dabei, wieder richtig hochzukommen. Kuhmilch 2200, 2500. Wir müssen vielleicht schauen, dass wir denen noch alles an Nahrung bieten können. Vielleicht ein bisschen Raps und ein bisschen Hafer einkaufen. Das wäre es vielleicht noch. Für das muss ich eigentlich nicht runterstellen. So. Und es wäre interessanter, wenn ich da mal... So, 200 Raps. Wenn ich eigentlich suchen würde und nicht hier scrollen würde. Hafer. 200 und Häcksel 502. So, das ist auch ein Weichen gehültig und haltbar. So, die sind immer noch am Ernten der Gurken. Ich habe das Gefühl, es gibt weniger Ertrag da. Ah, ich weiß warum. Weil wir nicht kultiviert haben. Da sehen wir genau den Unterschied. Aber wirklich. Boah, die haben ewig hier hinten zum Düngen. Ist wirklich... Ewigkeit, die da dran sind. So, dann soll der hier mal das Gras einbringen. Denn ich habe das Gefühl, das wird hier nicht mehr so lange liegen. Sonst können wir immer noch pausieren und dann alle arbeiten lassen hier. Da geht's noch. Ah, gut. Schon zu spät. Okay. Also, wir konnten die Erdbeeren einmal ernten. Hat sich trotzdem gelohnt, sage ich mal. Also, ja, was soll ich sagen? Wir haben hier doch noch einen ganz kleinen Gewinn gemacht. Nicht groß. So, wie sieht's beim Preis vom Kohl aus? Steigt. Gurke steigt immer noch. Ist erstaunlich. Wir sollten jetzt hier alles an Nahrung haben, ein bisschen. Da ist ein bisschen wenig. Vielleicht sollte ich da noch ein bisschen zukaufen.
Bei der Eierproduktion ebenfalls haben wir fast alles. Lupinen haben wir sehr viel. Lohnen sich die zum Verkaufen? Verkauft da mal 300. Einfach so aus Prinzip. Damit wir was da verkauft haben, sag ich mal. Wie lang ist hier? 31.12. sind sie gültig. Wir haben noch bis im März Zeit, um das Ganze hier zu entscheiden. Wenn wir jetzt noch eine super Ernte hinbekommen, dann ist das vielleicht auch möglich. Was haben wir noch nie gepflanzt? Die keimende Kartoffel. Dann bestelle ich doch die mal. 114 Kilogramm. Nicht schlecht. So, und die haben es bald geschafft. Hier müssen wir noch kultivieren. Gedüngt ist hier schon. Im Gegensatz zu hier hinten. Es wird zwar langsam besser, aber ja. Wir müssen auch bald Mist verkaufen, sehe ich da. Und ich glaube, dieses Feld werde ich gerade mal so gepflügt lassen und diese beiden kultiviert. Dann sehen wir nämlich genau, was über den Winter so passiert. Sag ich mal. So, und sobald hier fertig ist, werden die hier hinten helfen. Ich breche das schon mal ab. Ich lasse die jetzt alle hier hinten düngen und säen, denn diese Bäume, die sind wichtig. Das Gras ist egal eigentlich. 4500. Da seht ihr, wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte gemacht, weil wir nicht kultiviert haben. Also es ist wirklich wichtig. Da der Preis weiter am Steigen ist, sind 11.000, warten wir noch bis, jetzt steht es weiter Erster. Also das mit dem Datum ist jetzt auch nicht gerade so. Es steht immer das letzte Datum, so gesehen. Kann man verbessern, ehrlich gesagt. Gut, eine Sache weniger. Dann hier, wir haben noch ein paar Tage Zeit. Und ich will jetzt einfach, dass diese Bäume noch gepflanzt sind. So. Ah, man muss ja noch den Mist auswählen. So, Arbeit. Und es ist halt wichtig, dass hier gut gedüngt ist, weil dann ist auch die Bodenqualität hoch, oder? Und der Ertrag wird hoch sein. Und der schafft es hier alleine natürlich. So. Haben wir noch einen übrig? Ja, der soll hier mal kultivieren. Und danach haben wir ja sogar einen Traktor mit Setzmaschine, um das Ganze zu setzen. Das haben wir ja bereits. Was mich auch Wunder nimmt, ob hier das Spritzen bleibt. Das hat mich letztes Mal schon Wunder genommen, ich weiß. Habe ich schon wieder vergessen mittlerweile. Ja, man kann hier nicht alles... Karl Erhard. Jetzt muss man den natürlich suchen. Der ist hier. So. Ja, der ist jetzt auf Stufe 5. Warum auch nicht? So, wir wechseln mal die Perspektive hier. Ja, es geht schon ewig. Also dieser Miststreuer, der wäre halt schon super. So, und ich glaube, ich breche das Ganze ab jetzt. Und wir haben ja den Karl Erhard Birnbaum. So, der fährt hier... Ah, nein, die andere hat natürlich wieder seinen Job gestohlen, da. Weil sie es besser kann, sagt sie. So, das muss jetzt noch gepflanzt werden, unbedingt. So, das Gras wurde geerntet. Das ist schon mal erstaunlich. Das finde ich schon mal toll. Hier muss gepflügt werden. Wir haben noch zwei. Werden die nicht da hinten gebraucht? Ah ne, die sitzen schon da. Die pflanzen gerade unsere Bäume. So. Okay, die können da pflügen.
So. Passen da 4 Reihen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich genau 3 Reihen. Ja. Auch hier in der Länge eher suboptimal. Ich glaube, das Game passt die Abstände an. Kann doch nicht sein, dass es jetzt genau so breit ist. Oder kann natürlich schon sein. So, da bin ich froh, haben wir das noch geschafft. Vor dem Winter. Das ruht bereits und hier haben wir jetzt noch angepflanzt. Wir wissen ja, im Winter können wir da nichts machen. Das ist leider so. So, die sind am Pflügen, der ist am Kultivieren, der hat auch noch ewig. 285 Tage steht da. Okay. So, wir sollen hier noch schnell pflügen, wenn es geht. Die Erdbeeren, die lasse ich mal. Vielleicht kommen die ja wieder. Oder die kommen sogar wieder, glaube ich. Die Frage ist dann einfach, wie viel Ertrag geben sie? Das ist dann die Frage. So, wir sind bereits beim 7.12. Man darf nicht vergessen, der Kohl steigt immer noch an, 1500. Die Gurken ebenfalls. Die sind aber erst am 2.1. müssen die verkauft sein, das ist wichtig. Wir haben kaum Mist verbraucht hier. Das ist halt so. Und danach haben wir dann hier Birnen und Äpfel zum Ernten. Denn ich war von den Äpfeln sehr überrascht, wie gut der Ertrag war. Das war wirklich toll. Im Frühling können wir hier dann düngen, wenn es so ist, dass man über den Winter das Ganze behalten kann. Deshalb mache ich jetzt auch noch die letzten Arbeiten hier. Und ich habe das Gefühl, wenn man nach dem Pflügen nichts macht, dann wächst das wieder zu. Deshalb könnten wir hier gleich noch kultivieren dazu. So in den letzten Tagen, wo wir noch was machen können da. Und danach kümmern wir uns wieder um die Gewächshäuser. Die schon ein bisschen mehr Ertrag abwerfen. Wenn man da ehrlich ist. So. Also vor allem diese kleinen Felder, die lohnen sich kaum. Na gut, wir hatten den Salat, der hat sich ein bisschen gelohnt. So. Haben wir jetzt gerade jemanden, der zu Hause hockt, sitzt? Ja, der Erhard, der Karl. Ich glaube, wir müssen dann auch das Grasfeld mal umpflanzen. Habe ich so das Gefühl. Da werde ich mir dann zwischen den Aufnahmen, also auf die nächste Aufnahmeserie, Gedanken machen, wie wir das Ganze machen. Vor allem auch, dass wir diese Felder noch hinbekommen hier. Also das kann ich auch noch zählen. Das zählt auch als eines. Und dann brauchen wir noch 2 weitere dann. Was ich jedoch jetzt machen würde, ist hier, ich weiß, wir kommen kaum voran, aber ein drittes Gewächshaus schadet hier nicht, ehrlich gesagt. So. Vielleicht ein bisschen Weg auch nicht. So, das ist fertig kultiviert. Wir kommen auch gleich an die Grenze, wo eh nichts mehr geht. Das hier ist gleich gepflügt. Da können wir jetzt kultivieren. Die Bäume sind schon am Wachsen. Oh, schön. Bisschen, ja. Das freut einem natürlich. Und das nächste Gewächshaus ist gemacht. Ich baue gleich die Bewässerung ein. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem die Fruchtbarkeit geht auch hoch, habe ich das Gefühl. Oder bleibt die so hoch? Ja, die magische Grenze ist bald erreicht. Ich wollte nicht hier, sondern hierhin. Der Kohl, er macht einen leichten Absturz, aber ist immer noch am Steigen. Und die Gurken ebenfalls. Unglaublich.
da interessiert mich mal die Erdbeere, die geht hoch und runter. So, dann sollen sie hier mal pflügen. Hier ist der fertig kultiviert, gedüngt. Hier kann also gesät werden. Die keimende Kartoffel gesät. Ich habe so viele Mitarbeiter plötzlich. Kommt's mir vor. Aus dem Weiteren muss ich hier auch noch eine Aussaat bestellen. Was wir jetzt noch nicht hatten, ist die rote Paprika. Die würde ich gerne mal testen. So. Wenn wir die mal pflanzen könnten. Das Aussehen geht ja hier nicht allzu lange. Also bis jetzt sind die Gurken mein Favorit. So, jetzt wird's Winter. Der Winter, genau. Und da seht ihr, glaube ich, kultiviert und gepflügt geht weg. Ja, man muss mal die Erfahrung machen, wenn ich da ehrlich bin. Ich glaube, das war falsch investierte Zeit, auch wenn die Textur hier anders ist als da. Also es kann plötzlich dann noch anders sein, oder? So, ich warte auf Mitarbeiter. Ja, die sind noch nicht so weit, leider. Hier dürfen wir dann nicht vergessen zu düngen. Wir haben jetzt diese 37.000 und die würde ich, wie gesagt, in Felder investieren, damit wir auch hier in der Mission weiterkommen. Das ist ja auch das Ziel. Oh, ja, hätte ich fast vergessen. Unsere Gurken. So, die werde ich jetzt verkaufen. 13.000. Weg sind sie. Den Kohl werde ich ebenfalls verkaufen. Ich habe das Gefühl, der geht langsam aber sicher runter. Da können wir uns den Preis anschauen. So. Und bei der Gurke, da ist es wirklich ein Aufstieg. Immer noch. Ja, hat uns wieder ein bisschen Geld eingebracht. So, die sind gleich fertig. Dann können wir hier sehen, die rote Paprika. Ja, die anderen sind wieder zu faul. Unglaublich. Da kommt auch schon der Schnee. Jetzt geht's. So. Die hier sind ebenfalls fertig. Die können doch schon mal düngen. Los geht's. So. Der Winter ist hier. Und die Kühe sind ebenfalls im Stall drin. Man sieht sie nicht mehr. So wie die Hühner. Auch wenn der Stall offen ist, sogar weiß, es schneit hier halt durch das Dach. Eine Wette mit dem Nachbarn. Beweise, dass du der bessere Landwirt bist und ernte 8-mal Sonnenblumen vor dem 11.3. Kann man hier drin Sonnenblumen kaufen? Ah, Kartoffel ist gepflanzt. 117 Tage. Da ist halt die Frage, ja gut, man müsste sehr früh im Jahr Sonnenblumen ansehen, damit man da in der Zeit Sonnenblumen ernten könnte. So, da kommt der Ton von mir rein. Paprika ist gepflanzt. Also wenn es Sonnenblumen gibt, dann würde ich die jetzt hier anpflanzen. Ich glaube es nicht. Aber so sicher kann man sich da nicht sein, oder? So, das muss ja jetzt gleich fertig sein. Ah, hier kann ich es auch nicht überprüfen. Das wächst. Die hat 71 Tage. Jetzt wird natürlich die Zeit wieder kommen, wo wir die Mitarbeiter nicht auslasten können. Außer wir bauen noch weitere Gewächshäuser. Na komm, eines. Ihr müsst mir zustimmen, dass wenn ich jetzt noch eines mehr platziere, dass sich dann das mehr rechnet für die Mitarbeiter, als wenn ich keines platziere. Weil wir dadurch noch mehr
Arbeit haben, 113,69. Hier wählen wir dann, was etwas schneller geht. Erdbeeren zum Beispiel. So, jetzt kann ich schauen. Ja, ich kann hier keine Sonnenblumen pflanzen. Die Gurken, soll ich noch was kommen? Wir kaufen Gurken. Gedüngt ist, jetzt müssen wir noch kultivieren. So. Dann haben wir schon wieder ein neues. Da bauen wir gleich noch die Bewässerung ein und pflügen hier mal ordentlich durch. Ja, jetzt seht ihr, man kann hier auch Erfolg haben. Der Anfang war ein bisschen langwierig, sage ich mal. Aber wenn man dann am Schluss sieht, dass man sehr viel Gewinn macht, zum Beispiel wie in Sim Airport, wo der Anfang auch schwerer ist und danach, ja, ist es keine Challenge mehr, dann habe ich es lieber, wenn es ein bisschen schwerer ist, ein bisschen länger. Weil man, dann muss man sich's auch erkämpfen, oder? Am Ende ist es natürlich ein Spiel und keine Realität, ganz klar. Aber ist halt schon so, oder? Ich wollte nicht die Maschinenbörse, ich wollte das. Der Graspreis ist wieder mal am Sinken. Hätte ich früher verkaufen sollen, mache ich jetzt aber mal 4000. Wir haben so viel davon. So, ich hoffe, dass die Gurken nicht ganz in den Keller sinken. Die haben uns echt Glück gebracht. So, dann säen wir die mal aus. Ich schaue mal schnell auf der Börse. Ja, steigt immer noch. Also, er gibt jetzt eine Kurve nach unten, ihr seht's. Aber ich glaube, alles in allem, weil der Boden so eine gute Qualität hat und so, lohnt sich die Ernte trotzdem. Im Gegensatz jetzt zu einer Tomate, die halt schon beim dritten, vierten Mal dann nicht mehr so viel gegeben hatte, oder? Obwohl ich das in Betracht ziehe, hier wieder Tomaten zu säen. Also so ist es nicht. So. Ja gut. Dann hätte ich mal gesagt, wir gehen mal in den Modus hier. Das war die letzte Folge von der heutigen Aufnahme. In der nächsten Folge kann ich wieder auf eure Wünsche eingehen. Vielleicht nicht genau von dieser, denn ich nehme ja immer ein bisschen im Voraus auf. Aber die Wünsche, die dazwischen kamen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge, wenn ihr immer noch dabei seid. Einen Like auf das Video, wenn euch das Ganze gefällt hier, dann lasst doch einen kostenlosen Abo da. Schreibt einen Kommentar und empfiehlt das Video weiter. Das freut mich auf jeden Fall. Man darf es, glaube ich, auch mal sagen, nach so vielen Folgen, 15 Folgen bald. Da darf man es sagen, oder? Andere sagen das jede Folge, also von dem her. Naja, ich bin euch dankbar. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!